Guten Tag, liebe Biomaler-Freunde. Wir sind heute in der Nähe von, in welcher Nähe sind wir? In der Nähe von Sittensen, in dem Ort Wohnste. Und neben mir steht Wilfried Wilkens, der einen Garten- und Landschaftsbaubetrieb hat und auf Wochenmärkten sein selbst erzeugtes Gemüse verkauft. Habe ich das so richtig gegeben? Jawohl. Gut. Dieser Biomaler, vor dem wir jetzt hier stehen, ist am 8. Februar aufgebaut worden. Der Biomaler hat ungefähr 150 Kubikmeter Material. Also was ist genau reingekommen? Es ist 60% Hühnermist reingekommen und 40% Holzhackschnitzel. Und wir haben dann noch abgelöscht mit ungefähr 10.000 Litern aus der Biogasanlage, ne? Also mit Gärresten. Ne? Mit Gärsubstrat. Gärsubstrat, und das Gärsubstrat kommt aus einer Biogasanlage, die Mais, glaube ich, verarbeitet hat. Ja. Also die Gärsubstrate, die noch mit draufgekommen sind, sind aus einer Maisanlage. Biogasanlage, die Mais verarbeitet. Dieser Biomaler wird ein Gewächshaus, was hinter uns zu sehen ist, beheizen. Dieses Gewächshaus wird jetzt gerade aufgebaut. Kannst du, Wilfried, noch mal was zu deinem Gewächshaus sagen? Ja, es ist ein Folientunnel in der Größe von 8x20 Metern, und da möchte ich dann Produkte vorziehen und eben auch den Sommer verlängern, im Herbst länger, die ich auf dem Wochenmarkt verkaufen kann. Wenn du sagst Produkte, dann sind das in dem Falle Gemüse. Ich wollte anfangen mit Bohnen und Sommer über mit Tomaten und im Herbst nochmal wieder Bohnen. Also alles das, was das Herz der einkaufenden Hausfrau erfreut, kommt dann zur Verlängerung aus dem Gewächshaus und findet dann seinen Weg auf den Wochenmarkt. Nochmal ganz kurz zur Temperatur von dem Biomaler, vor dem wir stehen. Was für eine Temperatur haben wir jetzt hier? Ja, der Biomaler, wir haben den ja am Sonnabend dann aufgebaut im Februar, und dann passierte in den ersten 3 Tagen nicht viel, und nach etwa 4 Tagen war er bei 30 Grad und nach etwa einer Woche war er bei seinen 60 Grad, die er auch heute noch hält. Ja, super. Jetzt stehen wir hier an einer ziemlich windigen Ecke. Wir haben heute welchen April haben wir eigentlich? Also es kommt ja vor wie mitten im Winter, aber eher wie Dezember. Wie viel April haben wir denn heute eigentlich? Den 6. April? Ja. Ich glaube, wir haben heute den 6. April und fühlen uns hier wie in Sibirien. Um uns herum ist ein bisschen Wind, den man auf dem Video ja nicht sieht, aber den wir hier spüren. Also gefühlte Temperatur ist -2 und Außentemperatur ist wahrscheinlich 6 Grad. Ne? Ja. Also, dass der Biomaler so eine hohe Temperatur hat, wir haben hier gerade eben auch das Wasser gemessen, was rausgekommen ist mit über 65 Grad, ist also schon sehr erstaunlich. Denn der Biomaler steht ja hier nicht windgeschützt, und in den vergangenen 3 Wochen hatten wir ja nachts durchaus Temperaturen bis -10 oder -12 Grad. Ne? Ja, also diese Temperaturschwankungen machen dem Biomaler scheinbar nichts. Die Temperatur hält sich sehr konstant. Ja, das ist auch die Erfahrung, die andere Leute mit dem Biomaler machen.